Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe heute einen wundervollen Gast und zwar ist das die Nathalie Baldis. Nathalie, möchtest du dich gerne mal vorstellen? Ja, hallo Yvonne, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich bin Ayurveda-Ernährungstherapeutin, New Spirit Coach und Yin-Yoga-Lehrerin. Und ich arbeite schon seit 10 Jahren mit Ayurveda und lebe auch ayurvedisch und hatte ein Ayurveda-Studio in Berlin für einige Jahre. Momentan arbeite ich nur online und hauptsächlich mache ich das seit wenigen Jahren so, dass ich Frauen betreue, die Stress haben, erschöpft sind, auch hochsensibel sind oder zu Magen-Darm-Beschwerden neigen oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und mir ist es besonders wichtig, dass einfach auch die Menschen oder die Frauen, dass sie einfach wieder in ihr Gleichgewicht kommen, in ihre Balance und auch ihre Selbstverantwortung übernehmen können, weil wir hören das oder wir kennen das auch alle, wir haben irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden, wir sind unausgeglichen, wir haben Stress, uns kann keiner helfen und viele sagen dann oder viele Ärzte sagen dann, hey, du musst damit leben und das muss man definitiv nicht. Also man kann bei allen Beschwerden, die es so gibt, Verbesserungen empfinden oder manche Krankheiten auch komplett wegbekommen. Und das mache ich. Also ich unterstütze dann die Menschen wirklich wieder in ihre Balance zu kommen. Das klingt super schön und super spannend, weil gerade wie du schon sagst, ne, viele Frauen sich ja dann auch hilflos fühlen und mit der herkömmlichen Medizin vielleicht auch nicht weiterkommen. Und dann ist das natürlich ein super schönes Angebot, was du da hast für die Frauen. Ne? Und in der Balance zu sein, ist ja was total Wertvolles. Und ja, vielleicht kannst du mal erzählen, was Ayurveda eigentlich ist. Viele können sich vielleicht sowas drunter vorstellen und haben dann vielleicht so, gibt es vielleicht so eine Schublade auf, ne? Und manchmal wissen wir aber vielleicht noch gar nicht alles, dieses ganze Komplettbild. Deswegen wäre es schön, wenn du erzählst, was Ayurveda ist, was es vielleicht auch für dich ist und ja. Ja, klar, sehr gerne. Also Ayurveda ist eine Gesundheitslehre und sie kommt aus Indien und ist ungefähr 5000 Jahre alt. Also man sagt auch, sie kommt aus Sri Lanka, aber man weiß es nicht so genau. Also so ungefähr die Region Indien-Sri Lanka. Und im Ayurveda geht es darum, dass wirklich der Mensch als Einheit gesehen wird und dass Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht werden. Das bedeutet, stimmt was mit dem Körper nicht, dann spüren wir das auch mental und geistig. Wenn wir Stress haben, wenn wir vielleicht auch eine psychische Erkrankung haben, dann wirkt sich das auch irgendwie auf den Körper aus. Und da geht es darum, wirklich alles immer ins Gleichgewicht zu bringen. Und Ayurveda umfasst wirklich auch alles im Leben. Also es geht da auch um die Ernährung ganz viel. Man sagt auch, dass Ayurveda eine Ernährungslehre ist, aber das ist sie eben nicht nur. Es gibt ganz viele Lifestyle-Tipps. Also es geht eigentlich darum, dass man, wenn man ayurvedisch lebt, so einen richtigen ayurvedischen Lebensstil hat. Ja, dass man das einfach ganz natürlich in den Alltag integrieren kann, dass es zu einem selber passt und dass es auch sehr individuell ist. Also für jeden Menschen gibt es nicht die gleiche Empfehlung, sondern jeder Mensch wird als einzigartig gesehen, als sehr individuell. Und so sollte natürlich auch die Ernährung aussehen und so sollte auch der Alltag aussehen mit den Dingen, die man einfach macht. Und auch was ganz wichtig ist im Ayurveda, dass man gesund und glücklich ist, also auch gesund altert und gar nicht krank wird. Da geht es auch viel um Prävention, dass man wirklich, dass es einem einfach gut geht, bis man wirklich alt wird und dann einfach irgendwann in Ruhe ohne Krankheit vielleicht sogar auch stirbt. Und dass man auch wirklich viel Freude empfindet, dass man glücklich ist in seinem Leben. Und darum geht es so hauptsächlich. Und du hast ja auch noch gefragt, was es für mich bedeutet. Und das ist eine ganz interessante Frage,
weil ich lebe ja schon ziemlich lange ayurvedisch und für mich bedeutet Ayurveda wirklich, dass ich mich selber richtig gut kennenlernen kann, auf eine ganz andere Weise, wie ich das vorher überhaupt kannte, dass ich viel für mich mache, also ich mache viel mehr Selbstfürsorge für mich, ich kümmere mich viel besser um mich, bin viel mitfühlender mit mir selber, auch glücklicher, würde ich sagen. Und ich habe auch dadurch dieses Vertrauen bekommen, dass ich mir selber einfach helfen kann. Also ich brauche nicht immer andere Menschen, die mir irgendwas sagen, die mir Tipps geben oder Medikamente verschreiben, sondern ich kann mir selber helfen. Und Ayurveda baut ja auf den Naturprinzipien auf. Also alles ist in der Natur vorhanden, was wir Menschen brauchen. Und wir bestehen auch aus der Natur. Und das ist eigentlich das, was wir wirklich tief in uns kennenlernen können und auch nutzen können mit unserem Wissen und mit unserer Intuition, die sich dann auch entwickelt, wenn wir uns ja intensiver mit Ayurveda beschäftigen. Also ich fand das jetzt schon so wertvoll und so inspirierend. Das ist ja auch was deine, also Ayurveda sozusagen als Strategie, um eine Balance im Leben zu erschaffen, um in die Selbstwirksamkeit auch zu kommen, ins Selbstvertrauen, die Selbstliebe zu steigern und so eine innere Stärke auch zu entwickeln, so ein Urvertrauen vielleicht auch zu entwickeln. Und das ist ja auch was gerade Müttern, also viele Mamas hören ja meinen Podcast, natürlich auch so Fachkräfte, aber also gerade für die Menschen, die jetzt zuhören, kann Ayurveda wirklich eine Strategie sein, um das Leben zu bereichern. Und darum geht es ja dann auch sozusagen in meinem Thema mit der gewaltfreien Kommunikation, ne? Offensichtlich hat das ja nicht so viele Zusammenhänge, sage ich jetzt mal, ne, oder Überschneidungen, aber gerade als du so erzählt hast, dachte ich so, ja, das ist genau das, worum es geht, ne, dass du das eben schaffst, dich um dich selbst zu kümmern und daraus auch so eine innere Stärke zu entwickeln und wie wertvoll und wie wundervoll das eigentlich sein kann, ne. Du hattest ja gerade gesagt, dass du dich um Menschen kümmerst, die Stress haben, also gerade Frauen, die Stress haben, das ja auch Mütter betrifft, ne? Wenn jetzt ein neues Familienmitglied in die Familie kommt, ist es ja am Anfang eine sehr große Umstellung. Und was kann Ayurveda dazu beitragen, da das Leben vielleicht auch so ein bisschen zu erleichtern? Ich glaube, darüber könnten wir stundenlang sprechen. Aber was ganz, ganz am Anfang steht, ist auch, dass man erstmal das akzeptiert, was gerade ist. Also Selbstakzeptanz steht bei mir auch ganz vorne mit dabei beim ayurvedischen Leben. Also erstmal, wir haben ja auch im Ayurveda 3 verschiedene Konstitutionstypen und auch dann noch verschiedene Mischtypen. Doshas nennen wir die, das sind so Bioenergien und die bestehen aus 5 Elementen. Also ich muss da gar nicht so viel drauf eingehen, auf diese Doshas, aber jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Und auch wenn wir Stress empfinden, es ist ganz wichtig, dass wir das erstmal auch akzeptieren und dass wir uns selber generell also akzeptieren, wie wir auch sind, weil jeder kennt sich vielleicht auch und weiß, hey, ich reagiere immer so auf Stress oder ich reagiere so auf Stress oder das hat sich so und so entwickelt, seitdem ich vielleicht ein Kind habe oder das ist seit 10 Jahren so oder seit einer Woche, was ist da überhaupt los? Und es ist ganz wichtig, das erstmal zu akzeptieren und auch in die Selbstbeobachtung zu gehen. Und mit Ayurveda, wenn man das mehr versteht, dann kommt man hoffentlich sowieso automatisch zu dieser Selbstakzeptanz, weil Ayurveda ja auch die Menschentypen beschreibt. Und ich finde, wenn man das so hört oder liest, dass, hey, du bist normal, so wie du bist und du darfst auch mal Stress haben, dann nimmt es auch schon ganz viel Anspannung raus aus der Situation. Und klar, dann ist natürlich der nächste Schritt, was mache ich da überhaupt? Und ein ayurvedischer Lifestyle kann für jeden Menschen oder für jede Mutter auch sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ich habe früher in meinem Ayurveda-Studio auch mit Müttern gearbeitet. Also ich habe die indische Babymassage gelehrt quasi. Also die Mütter sind mit ihren Babys gekommen und da haben wir natürlich auch viel darüber gesprochen. Und ich habe auch immer gemerkt, wie der Charakter der Mutter sich zeigt gegenüber dem Kind. Und wenn sie auch was erzählt haben, wie die Kinder auch darauf reagieren und wie der Alltag so aussieht. Also es ist schon sehr interessant. Und wenn wir anfangen, das erstmal zu akzeptieren, wie das ist,
gehen wir eben einen Schritt weiter, zu schauen, wie kann ich das überhaupt verändern? Also was stresst mich überhaupt und wie kann ich das verändern? Und im Ayurveda-Lifestyle gibt es ja auch unglaublich viele Tipps und Empfehlungen für diesen Dosha-Typen, für dieses Ungleichgewicht. Hast du diese Erkrankung, dann mach dies, mach das. Das Wichtigste ist einfach klein anzufangen und zu schauen, was stresst mich denn wirklich und was kann ich wirklich machen, um da ein Gleichgewicht zu schaffen. Und gibt es vielleicht einen Tipp, weil du hast gesagt, jeder Mensch ist natürlich individuell und unterschiedlich. Und ich merke das auch in meinem Bereich immer, es ist gar nicht so einfach, so allgemeine Tipps zu geben, weil natürlich jede Situation auch einzigartig ist. Da ist natürlich dann so ein Coaching ideal, ne, wenn man für sich selbst, also für die eigene Situation, für das eigene Leben da so einen konkreten Tipp haben möchte. Das bietest du ja auch an, ne? Also du bietest ja auch Coachings an, Einzelcoachings an. Und gibt's einen Tipp vielleicht, wenn du gesagt hast, du hast mit Mamas auch zusammengearbeitet, gerade so mit Babys vielleicht, den du so allgemein mitgeben kannst für die Mamas? Also neben dem, ich akzeptiere das erstmal, was gerade ist und ich bin jetzt nicht falsch, nur weil ich diesen Stress empfinde, sondern erstmal in die Beobachtung gehen und erstmal akzeptieren. Und was könnte die Mama, die jetzt zuhört, vielleicht darüber hinaus noch als Tipp umsetzen? Oder ja. Ich glaube, das Erste ist, das Unperfekte ist perfekt. Also egal, welcher Tipp kommt, ob von mir oder von irgendwo, man muss den nicht jeden Tag befolgen, weil das nicht möglich ist. Für Mütter nicht, aber auch für andere nicht. Also das geht halt einfach nicht immer. Zum Beispiel, wenn eine Mutter jetzt sagt, hey, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Ich möchte ein bisschen freie Zeit haben. Ich glaube, jede Mutter sehnt sich etwas danach. Und es ist auch wichtig, dass eine Mutter auch etwas Zeit für sich hat. Ja, ich weiß, es geht nicht bei jedem, weil jede Lebenssituation komplett anders aussieht. Und nehmen wir mal das Beispiel, hey, eine Mutter möchte gerne 15 Minuten am Tag meditieren. Ja, das wird auch vom Ayurveda sehr empfohlen, auch natürlich bei Stress oder um Stress vorzubeugen, mit sich in Verbindung zu kommen. Und das geht aber nicht, weil dann ist das Kind gerade wach und will irgendwas oder je nach Alter natürlich auch. Man muss sich um das Kind kümmern. Und dann ist es total in Ordnung, das so zu akzeptieren, zu einem späteren Zeitpunkt zu machen am Tag. Es muss nicht immer die gleiche Uhrzeit sein. Auch mal ausfallen zu lassen. Oder was auch schön ist, zum Beispiel mit dem Kind versuchen, gemeinsam zu meditieren, je nach Alter natürlich. Aber es gibt auch kleine Kinder, die ein paar Jahre alt sind, die das voll gerne machen. Ja, oder man gewöhnt die Kinder daran. Also das kenne ich auch ganz oft. Und dann gibt es auch noch so ganz viele kleine Ayurveda-Lifestyle-Tipps, die einfach sehr gut für die Gesundheit sind. Zum Beispiel das heiße Wasser trinken. Ja, und das ist sehr bekannt mittlerweile und das macht man so vor allem auch am Morgen, weil das sehr gut für den Verdauungstrakt ist. Und das ist auch dafür da, dass Ama, die Stoffwechselschlacken, auch ausgespült werden. Ja, dass nochmal alles wirklich von oben vom Mund bis unten durchgespült wird. Die Verdauung wird angeregt, der Stoffwechsel wird angekurbelt. Das ist wirklich sehr, sehr gesund. Und das kann zum Beispiel auch eine Mutter, die nicht viel Zeit hat, am Morgen einfach machen. Ja, das kann zum Beispiel auch ein erster Schritt sein. Das ist etwas sehr Typisches, Ayurvedisches. Und ein oder zwei Tassen am Morgen reichen. Ja, man kocht das Wasser einfach auf und trinkt es dann warm. Man kann auch ein bisschen Zitrone reinpressen, wenn man möchte. Und das ist schon mal so ein kleiner ayurvedischer Lifestyle-Tipp. Oder man kann auch zum Beispiel die Zunge schaben, was auch wieder Stoffwechselschlacken entfernt von der Zunge. Das wäre zum Beispiel etwas für die Gesundheit. Und das heiße Wasser nochmal, da sagt der Ayurveda auch, bei Stress sollten wir zum Beispiel auch immer warmes Wasser trinken, weil das nochmal sehr belebend und ausgleichend ist zum Beispiel. Ah ja, das sind ja schon mal zwei super Tipps oder drei Tipps. Also da geht es ja auch darum, ne, ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt
einfach mal Zeit für mich, ne? Wie kann ich mir da vielleicht auch Unterstützung holen? Das wäre ja nochmal eine Möglichkeit zu schauen. Also jetzt nicht gleich aufzugeben, zu sagen, ich habe eh wenig Zeit und total Stress und niemand hilft mir, sondern da vielleicht auch zu schauen, okay, wo kann ich mir denn jetzt diese freie Zeit einteilen? Ne, wo kann ich mir Unterstützung holen und Hilfe holen und da auch gütig und mitfühlend mit sich selbst zu sein? Ne? Und diese kleinen Umsetzungstipps, die du schon gesagt hast, meditieren am Tag, das muss ja nicht immer zur gleichen Zeit sein, aber vielleicht so zwischendurch, wenn man einfach mal Ruhe hat, einfach mal den Atem zu beobachten, 5 bis 10 Minuten, ne? Also jetzt nicht gleich so dieses Perfektionismus Ding durchziehen, dass ich jetzt sage, ich muss das jetzt den Tag machen. Wenn ich es einmal vergessen habe, dann bin ich wieder nicht gut genug oder so. Sondern einfach, das eben sich zu gönnen, auch mal zwischendurch diese 10 Minuten. Und das mit dem heißen Wasser, das ist ja was, was man super in den Alltag integrieren kann, gleich nach dem Aufstehen, zu sagen, okay, ab morgen trinke ich jetzt jeden Morgen irgendwie 2 Tassen oder ein großes Glas heißes Wasser mit Zitrone und schab meine Zunge nach dem Zähneputzen. Das ist jetzt nicht so viel mehr Aufwand, ne? Und das kann schon sehr zum Wohlbefinden beitragen. Ja, total, genau. Und klar, was ich eben auch gesagt habe, man liest und hört immer wieder Tipps. Aber die sind meistens auch nur so in Kategorien gesteckt. Also dieser Dosha-Typ soll das machen, dieser Dosha-Typ soll das machen. Das ist trotzdem immer noch individueller. Und man sollte auch nicht vergessen, dass es vielleicht zu dem eigenen Leben gerade nicht passt. Ja, das bedeutet dann nicht, hey, Ayurveda ist nichts für mich, sondern man muss immer das finden, was für einen selber auch passt. Und ich glaube, dass viele Menschen, oder ich kriege das auch mit, dass sie es dann zu kompliziert finden oder das Gefühl haben, sie holen jetzt von außen irgendwas in das eigene Leben rein. Ja, ich hole jetzt Ayurveda in mein Leben rein, weil ich mache jetzt das, das und das. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir uns mehr von Dingen befreien, die uns nicht gut tun. Und durch diese Selbstbeobachtung und Achtsamkeit, dass wir merken, wer bin ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich wirklich? Ohne die 1000 Tipps, die wir immer hören, das dann ausprobieren und sagen, hey, ja, das tut mir gerade gut, das kann ich gerade machen oder ich kann es halt eben gerade nicht, weil es nicht geht. Das ist aber auch okay, weil eben nicht jeder Tag gleich ist. Und wenn man ein ayurvedisches Leben führt, was dann nach der eigenen Natur ist, das ist ja nicht mehr als ich tue das, was für mich gut ist, dann merkt man auch, dass man gar nicht von außen so viel tut. Und klar, ich schabe auch meine Zunge am Morgen, ich trinke mein heißes Wasser. Dann zum Beispiel mache ich ab und zu so eine ayurvedische Abhyanga, das ist eine Selbstmassage. Ja, das bedeutet, ich öle meinen ganzen Körper ein, massiere ihn. Das ist übrigens auch toll für Mamas, die Stress haben, sehr, sehr gut. Ja, da kann man zum Beispiel Sesamöl nehmen, sehr traditionell ayurvedisch, oder man kauft sich ein ayurvedisches Kräuteröl und massiert damit seinen Körper. Also man nimmt dann auch viel Öl. Und klar, man kann sich jetzt auch 20 Minuten massieren, wie es traditionell empfohlen wird, aber man kann es auch einfach mal 5 Minuten machen, das wirklich genießen, achtsam dabei sein und dann duscht man das ab. Das ist auch ayurvedisch und das ist total schön. Also das mache ich zum Beispiel auch immer wieder. Und ich glaube, dass auch viele Menschen wirklich von mir auch dann denken, hey, was macht sie immer alles? Sie macht so viel Ayurvedisches, dabei ist das überhaupt nicht so, weil es so normal für mich ist. Ich mache halt ab und zu Yoga, dann mache ich mal dies, dann mache ich mal das, dann eben die Massage, ja. Also es ist so, so ganz natürlich. Und ich glaube, dass auch Mütter einfach ihren natürlichen Fluss finden können oder finden dürfen. Und was du eben auch schon gesagt hast, dass sie auch mal nach Hilfe bitten oder schauen, wer kann mich unterstützen oder sich auch mit anderen Müttern zusammentun und sich einfach auch austauschen. Das ist wirklich Gold wert. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Oh, ich fand das gerade so schön, mir ist gerade richtig das Herz aufgegangen, als du das erzählt hast, wieder in diesen natürlichen Fluss zu kommen. Und das ist ja auch ein Bedürfnis, was viele Mamas haben, ne, die dann ein Baby bekommen haben, dass sie sich einfach wieder mit ihrer Intuition verbinden wollen und dann einfach ja auch in Verbindung gehen wollen mit ihrer Natürlichkeit. Und ich finde das gerade wirklich erstaunlich, wie viel Parallelen unsere beiden Fachgebiete eigentlich haben, weil in der gewaltfreien Kommunikation ist es auch oft so, ne, dass du erstmal überfordert bist von diesen ganzen Regeln, sage ich jetzt mal Anführungsstrichen, was ja eigentlich gar keine Regeln sind, so, ne? Aber dass man dann denkt, oh Gott, ich muss jetzt komplett alles neu lernen und es ist so schwer und der Anfang, ne, ist so schwer und vielleicht ist das bei dir genauso, ne? Und eigentlich geht es darum, viele Dinge, die wir uns angeeignet haben im Leben, die uns eigentlich daran hindern, an einem Leben in Fülle einfach wegzulassen. Ja, und vielleicht ist es ja auch gerade dieses Loslassen, was so die Schwierigkeit ist. Und wenn wir anfangen, eben erstmal in diese Beobachtung zu gehen, ne, und unser Leben einfach mal, wir müssen ja in dem Moment nur unser Bewusstsein darauf lenken und uns selbst beobachten und dann jedes Mal fragen, vielleicht tut mir das gerade gut oder tut mir das gerade nicht gut oder was brauche ich gerade? Vielleicht ist es auch so, dass manche Menschen gerade merken, ich habe gerade Zeit, ich möchte mir was Gutes tun und wissen gar nicht, was sie dann machen sollen und setzen sich dann an ein Smartphone oder sowas, was dann im Endeffekt noch mehr stresst. Und warum dann nicht in der Zeit diese ayurvedische Selbstmassage machen? Da gibt es ja sicherlich auch Anleitungen dafür, wie das dann geht, wenn man da unsicher ist. Hast du da vielleicht eine Empfehlung, kann man das vielleicht auch bei dir schauen irgendwo? Oder? Also bei mir steht das, glaube ich, jetzt nirgendwo drin. Mhm. Also man kann es auf jeden Fall bei Google eingeben, dann findet man auch Anleitungen. Es gibt aber auch unterschiedliche Anleitungen. Also die Abhyanga, also so heißt diese Massage. Also normalerweise geht man ja in ein Massagestudio und bekommt sie. Dann verläuft sie auch anders, als wenn man sie selber macht. Aber ich kann es kurz erklären. Das ist eigentlich ganz einfach. Und man nimmt viel Öl, also man macht sich immer die Hand voll mit Öl und kann am oberen Teil des Körpers beginnen. Also man kann den Kopf und das Gesicht mitmachen, man kann es aber natürlich auch weglassen. Und dann fängt man zum Beispiel am Brustkorb an oder an den Armen und geht so stufenweise nach unten. Und man versucht immer mit der Streichrichtung nach unten zu gehen, weil das beruhigend wirkt, also alles, was nach unten geht. Und man kann sich erstmal einölen und streicht immer wieder über den ganzen Körper mit ein bisschen Druck. Und an den Gelenken kann man kreisen. Und das war schon eigentlich die Erklärung. Ja, also es ist ganz einfach und man kann natürlich auch intuitiv den Körper dann auch noch dabei massieren. Das ist auch total in Ordnung und das empfehle ich dann auch jedem. Ja, sehr schön. Ja. Das ist ja auch was, dann zu schauen, was mir selber auch gut tut und vielleicht so ein bisschen wegzugehen von dem, was so von außen geraten wird und eher so dahingehend zu schauen, was tut mir selber gut. Und das ist ja auch eine super Methode, um eine Verbindung wiederherzustellen zu den eigenen Empfindungen einfach, ne? Weil oftmals sind wir ja so weit davon weg, was wir eigentlich selber gerade empfinden und brauchen und fühlen. Und das ist ja eine super schöne Möglichkeit, um da einfach wieder so in diese Verbindung reinzugehen und ja, zu schauen, was tut mir selbst gut und was fühlt sich gut an. Und das ist ja dann das, was richtig ist, das, was sich gut anfühlt, ne? Ja, total. Oh, voll der schöne Job auf jeden Fall. Ja, und was auch schön ist, ist, wenn eine Mutter sich ja mit sich selber so befasst, mit Ayurveda befasst, dass die Kinder das ja auch mitbekommen. Und dann schwappt auch was über zum Kind. Und das ist auch total schön, weil die Kinder dadurch auch nochmal bewusster und achtsamer werden können. Und ja, je nachdem, was die Mutter dann auch so sonst noch Ayurvedisches macht, kriegt das Kind das einfach auch mit. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und das kann auch ganz viel Ruhe und Harmonie in den Familienalltag bringen. Und wenn es um die Ernährung geht, kann man da auch ganz viel natürlich ausprobieren. Und wenn die Kinder auch ayurvedisches Essen bekommen, gleicht das natürlich auch noch vieles aus, also so in den Doshas und wie sie sich fühlen. Und da sollte man aber auch nicht zu kompliziert rangehen. Und ansonsten kann man einfach
ganz easy ausprobieren, verschiedene Gerichte, die vielleicht allen schmecken. Bei Kindern habe ich jetzt öfter auch gehört von meinen Kursteilnehmerinnen, dass sie manchmal weniger Gewürze benutzen oder dass die Kinder, wenn sie ein paar Jahre alt sind zum Beispiel, dass sie dann auch sagen, Mama, das schmeckt mir und das schmeckt mir nicht oder irgendwas ist da komisch im Essen. Und dann finden sie gemeinsam heraus, was ist denn komisch? Ja, so je nachdem, wie ein Kind sich da ausdrückt. Und dann kann man noch mal riechen an den Gewürzen, sie einzeln in den Mund nehmen. Das ist auch ganz schön für die Kinder, wenn sie da mitmachen möchten. Ja, da haben die auch Spaß dran und einfach mal schauen, was mag mein Kind da dran und was nicht. Und dann das einfach anpassen. Ja, und ayurvedische Ernährung bedeutet auch nicht indisch zu essen, sondern es bedeutet eher auch regional zu essen. Natürlich kann es auch mal indisch sein oder sonst irgendwas. Es kann auch italienisch sein, deutsch sein, wie auch immer. Und man sollte es einfach anpassen. Man kann auch immer Kleinigkeiten am Essen abändern, dass sie auch ja leichter verdaulich sind, dass sie einfach auch eine Balance im Körper schaffen und einfach ab und zu mal was ausprobieren, ein Kochbuch kaufen. Bei mir im Kurs kriegt man auch noch ein Kochbuch zum Beispiel, da hat man Rezepte. Also einfach mal ausprobieren und es nicht zu kompliziert machen und sich vielleicht auch nicht zu sehr nach Plänen halten, sondern vielleicht immer nur Kleinigkeiten abändern. Das reicht schon für den Anfang vollkommen. Ja, auf jeden Fall. Das klingt auch nach einer sehr strukturierten Begleitung, die du da auch anbietest. Und ich finde sowas ja dann auch immer hilfreich, wenn ich mit was Neuem anfange, dass ich mir dann einfach mal anschaue, okay, wie kann ich das genauso Schritt für Schritt machen? Und mir fällt das dann persönlich immer leichter, wenn ich dann einfach eine Begleitung habe dabei und mir nicht alles aus dem Internet so rausziehe. Welche Vorteile hat es denn, wenn ich jetzt einen ayurvedischen Lebensstil integriert habe? Nehmen wir mal an, wir haben diesen ganzen Prozess schon durchlaufen, diesen Anfangsprozess, der vielleicht so ein bisschen holprig sein kann. Wenn ich jetzt Ayurveda in mein Leben integriert habe, was habe ich davon? Und was haben meine Kinder vielleicht auch davon? Also es ist ja ein Lebensstil und ja, wenn ich jetzt einen Vorteil nennen sollte, dann würde ich einfach sagen, dass du dich in dir glücklicher fühlen kannst, dass du wirklich mit dir selber verbunden bist und dass du gesünder bist. Du bist einfach in dir, in deiner Mitte. Das ist quasi der Vorteil. Und du lernst dich auch selber kennen und du lernst dich auch selber mehr lieben, finde ich persönlich. Also das ist quasi der Vorteil. Und man findet, egal bei welcher Beschwerde oder was gerade los ist, ob das jetzt körperlich ist, ob das psychisch ist, man findet im Ayurveda tatsächlich immer eine Antwort. Und das ist eine der Dinge, die ich immer so cool fand, weil jeder kennt das, mal nicht weiter weiß. Und Ayurveda hat immer irgendwie eine Antwort parat. Das war immer total die Stütze für mich. Und der Vorteil ist einfach der, dass man gesünder ist und ausgeglichener und glücklicher. Und das ist, wie gesagt, ein Lebensstil mehr. Vielleicht nicht am Anfang, wenn man sich damit beschäftigt, ein paar Sachen ausprobiert. Es dauert, bis es zu einem Lebensstil wird. Aber es ist ziemlich unkompliziert. Ich finde das echt toll, was das für eine Bereicherung auch sein kann, gerade wenn das Familienleben vielleicht so ein bisschen in eine Disbalance geraten ist, ne? Sehr viel Stress, sehr viel Streit vielleicht da ist, kannst du, ist auch Ayurveda sozusagen eine Möglichkeit, da eine Balance reinzubringen, ne? Und gewaltfreie Kommunikation ja auch so, ne? Also es ist genau das gleiche Ding, ne? Ich schaffe das dann sozusagen, auf meine Bedürfnisse zu hören und dadurch dann eine Balance reinzubringen in das Familienleben. Und das sind so Sachen, wo man vielleicht gar nicht so drauf kommt, ne, im normalen Alltag, weil das irgendwie so weit weg erscheint und vielleicht so, ja, das ist nichts für mich. Aber vielleicht ist es einfach eine schöne Option, das mal auszuprobieren, ne, und zu schauen, was kann das für ein Gewinn für mich sein? Und vielleicht trägt das auch dazu bei, dass ich eben innerlich ruhiger bin, gelassener bin und einfach viel mehr schöne Momente mit meinem Kind auch leben kann. Und warum nicht mal was Neues ausprobieren, was man vorher vielleicht noch nie gemacht hat? Vielleicht sind jetzt einige HörerInnen total begeistert und denken so, ja, ich habe richtig Lust, mich mit dem Thema Ayurveda näher zu beschäftigen und will da eintauchen. Und du hast eine Challenge, die bald startet. Möchtest du davon dazu was erzählen? Genau, das ist eine 6-Tage-Challenge, intuitive Ernährung mit Ayurveda. Die findet direkt nach Ostern statt, inklusive Live-Event, also
einfach kostenlos sehr gerne anmelden. Und zwar geht es darum, wie man wirklich zu einer intuitiven Ernährung mit Ayurveda findet und emotionales Essen und Heißhunger ausgleichen kann. Kennen ja auch sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht mal Heißhunger gehabt hat. Und was ich auch am Anfang schon erzählt habe, es gibt so viele ayurvedische Tipps und Empfehlungen. Und oft hat man dann das Gefühl, man muss so viel machen, obwohl das gar nicht so ist. Und eigentlich ist Ayurveda, also oder die ayurvedische Ernährung, eine intuitive Ernährung. Die ist aber gekoppelt an das Wissen des Ayurveda. Und da lernt man eben in ein paar Schritten, wie man zu dieser intuitiven Ernährung kommt. Das ist aber auch so eine Challenge, die hat was Feinstoffliches. Also die hat gar nicht so viele Dinge, mach jetzt dies, mach jetzt das, sondern es geht auch da viel um das Hineinfühlen, Beobachten und dann natürlich bestimmte Schritte machen. Aber am Anfang geht es auch viel um das Beobachten, nochmal reflektieren und fühlen, und dann geht es erst so ins Eingemachte. Also es ist mehr feinstofflich, aber ganz, ganz schön. Und man kriegt natürlich auch einige ayurvedische Informationen. Klingt super spannend. Ich werde den Link, den Anmeldungslink, auf jeden Fall in den Shownotes platzieren, sodass ihr das leicht finden könnt. Und ja, wo findet man dich noch? Hauptsächlich auch auf Instagram. Mhm. Ich habe auch einen Podcast, den Veda Spirit Podcast. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ja, und ja, meine Webseite, mir einfach mal eine Nachricht schreiben. Ja, sehr gerne. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken. Und Nathalie, super schön, dass du da warst und dass wir uns austauschen konnten zu dem super spannenden Thema. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, was du mitgeben möchtest? Vielleicht irgendein Secret Learning, was du zum Thema Ayurveda hattest? Also mir fällt gerade was ein, weil du es gerade kurz angesprochen hattest, also vorhin, und zwar Streit in der Familie. Und zwar, ich habe ja auch von Selbstakzeptanz gesprochen, aber was auch ganz, ganz toll ist, dass man früher oder später merkt, dass man beginnt, andere Menschen zu akzeptieren, wie sie sind, wenn man dann versteht, okay, jeder ist so anders, jeder ist ein anderer Dosha-Typ und vielleicht reagiert mein Kind gerade mehr so und so oder mein Mann so und so, und jetzt haben wir Streit, weil dieser Mensch ist einfach so, ja, oder geht in eine bestimmte Richtung, wie er reagiert. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, und dass man einfach die Person mehr akzeptiert. Dadurch schafft man wieder mehr Balance in sich selber, beziehungsweise wird es so ein bisschen ruhiger während dem Streit oder während einem Gespräch, einer Diskussion, und kann dann damit besser umgehen, weil man eben die andere Person mehr akzeptiert. Und das finde ich auch ganz, ganz toll im Ayurveda. Und wenn ihr euch mit Ayurveda beschäftigt, dann macht es nicht oberflächlich, sondern kauft euch ein gutes Buch, hört euch eine Folge in meinem Podcast an oder was auch immer. Gebt nicht auf, und es ist gar nicht so kompliziert, wie es manchmal scheint. Ja, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, und meldet euch für Nathalies Challenge an, wenn euch das Thema interessiert. Das ist eine super Möglichkeit, da einfach mal reinzuschnuppern und ganz viel mitzunehmen. Und ja, wunderschön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank, und wir hören uns bestimmt bald mal wieder. Ja, danke, liebe Yvonne. Gerne, ciao. Ciao. Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt, und folge mir auf Instagram @yvonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.